Guck mal, Present, dafür gönne ich dir jetzt aber auch ganz viele neue Mons. Ja, ich gönne euch auch ganz, ganz viele neue Mons. Warum nehmen wir ausgerechnet Sörgi hier mit rein? Der die ganzen neuen Mons schon hat. Hätte ihr gesagt, so Thema neue Mons, dann hätte ich einfach neue Mons genommen. Ja, war jetzt nicht so weit, so war jetzt abwegig. Nicht so nicht naheliegend. So, doch, weißt du? Mega abwegig. Ja, stimmt, habe ich vergessen. Das DLC ist ja noch nicht mal eine Woche draußen, das ist ja schwierig. Da haben wir schon alle Mons durch. Ja, richtig, echt richtig. So. Jo, hatten ich sehe da einen Seemops. Das ist richtig, ja. Seemops ist ein Cutie. Kann man nichts gegen sagen. Das ist Sergens witzig. Sergens Trainerkarte, by the way, immer noch sehr stark. Ich feiere Seemops, der ist echt süß und rund. Ja, lass mal Seemops in Ruhe, okay? Okay. Seemops kommt extra deshalb taktisch clever als letztes rein, dass ihr den nicht angreift. Unwürdig. Happy Meal auch stark. Ja, der hat aber, halt Hunger, das kann ich nachvollziehen. Aber nachlassen. Der ist unwürdig hier. Jetzt ein Happy Meal. Galactus, wieso ist der unwürdig? Was hast du gesagt, Brandon? Wieso ist der unwürdig, Galactus? Also. Nee, Galactus ist nicht unwürdig. Der findet euch unwürdig. Guckt ihn doch mal an. Mhm. Der hat gar keinen Bock auf euch. Ich beschütze eine jetzt Panzerfalle. Ich beschütze jetzt Flobert. Das ist ein Lass wenig mal blöd. Tauschen. Nein, nicht meine Fähigkeit. Wollte. Nein! Meine ganze. Ich hasse dich! Der starke Normal. Ich hab vier Normalattacken. Fühle ich jetzt, ja, weiß ich noch nicht. Weg weiß mit nein, ewig ist ein. Ihr zerstört mein ganzes Set, Leute. Wieder halt. Einfach komplett auseinandergenommen. Los, mein ganzes Set. Und jetzt kriegst du noch eine Panzerfalle. Was? Warum nicht? Hä? Ja, ich glaube, die geht doch nur bei physischen Angriffen, oder? Das ist ja deprimierend. Present, aber ich hab dich beim letzten Mal war ich nicht so cool auf dich. So, dieses Mal supporte ich dich. Das ist nett von dir. Nee, außer, dass ich jetzt meine Fähigkeit. Du bist der einzig Würdige hier. Ah, geile Grimasse. Geile Grimasse. Mega geil gewesen. Wieso supportest du mich, indem du meine ja, okay. Oh nein. Gönn dir. Oh nein. Darauf habe ich ja jetzt schon wieder gar keinen Bock. Oh nee. Nee, es geht nicht auf dich. Ich habe genau gewusst, dass da irgend so eine Rotze passieren wird. Hey. Ich paralysiere den jetzt, let's go. Ja, das ist eine gute Taktik. Den machen wir so langsam, dass er so deprimiert ist, dass er nicht mal mehr einen Angriff rausbekommt. Ja. Hey. Ja, guck mal, der macht schon echt guten Damage langsam. Ja, wieder Heil wird jetzt auch immer stärker, deswegen auf geht's. Hätte ich jetzt nur meine nice Fähigkeit. Gut, ja, gut zu wissen, dass der immer stärker wird. Ja, die brauchst ne? du halt nicht. Ja, du hast halt stimmt. Siegeswille jetzt als Fähigkeit. Nicht Siegeswille, sondern Unwirksamkeit. Gesang? Ach so, Genesung. Ja, Gesang. Stark. Was? Ablei. Schwierig jetzt. Leute. Schwierig jetzt. Nee, gar kein Bock, da schon wieder so eine ranzige Taktik da durchkommt. Nein, irgendwer geboostet. Haben wir gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, haben wir gut gemacht, Sergen. Mein Happy Meal! Oh, jawohl, das ist so ein geiler, ist einfach ein wildes Happy Meal. Mit einem KP überlebt er. Kannst du mich irgendwie beschützen, Flobert? Das war mein Ablei-Tipp. Was kann ich machen? Kannst du mich irgendwie beschützen? Nee, du beschützt den nicht. Kann dir ein bisschen nicht. Helfen vielleicht, ja. Okay. Ich probier's, okay? Ja, doch, müsste gehen. Okay, das ist perfekt. Hoffe ich. Ja, okay. Weiß ich nicht, ob das ihm so doch, sehr hilft. Oh! Das aber nee, wurde doch schon kalkuliert, der Speed. Ja. Ah, okay. Nee, wir unterbinden hier solche Taktiken. Sowas passiert hier nicht. Jo, den nehme ich aber dafür gerne an. Jawohl, ja, aber der ist jetzt halt wirklich slow. Den kann jetzt wirklich jeder töten, oder? Hey, das sagt. Nee. So, Present, willst du deine Frostschicht wieder haben? Minecraft, Steve? Im FFA? Warte mal. Ey, Tortunator, du hast doch Body Slam, ne? Ja. Jo, ich geb dir Frostschicht. Ja, Mann! Der gute Eiste. Finde ich nice. Fühlig. Ist auf jeden Fall eine nice Attacke. Fähigkeitsdauer. Endlich mal ein bisschen Coverage für euch hier, danke. Leute. Danke, Flobert. Ja, aber Galactus auch so ein cooler. Der ist Psycho-Flug, ne? Ja, Psycho-Flug. Ja. Das heißt, ich kann ihn gar nicht touchen. Okay. Bin ehrlich mit euch, inzwischen hinterfrage ich schon gar nicht mehr, wer die Setup-Attacke gedrückt hat. Inzwischen gehe ich einfach schon davon aus, dass es Present ist. Ja, du hast dich auch schon gesetzt. Setup. Also, ich hinterfrage es einfach gar nicht mehr. Erstmal, du hast dich auch immer Present. Und zweitens, lass doch mal meine Pokémon sein. Wenn sie Setup wollen, dann setupen sie sich halt. Das ist halt so Pokémon. Spiel halt einfach coole Pokémon, dann lass das ist ein cooles Pokémon. Der hat auch eine neue Attacke. Jetzt lass du. Ja, das Problem war, ich hab so gezüchtet und irgendwie kam so ein Mon nicht aus dem Ei und dann musste ich irgendwas nehmen. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann ist es halt mein Logo. Okay, sehe ich auf jeden Fall.
Mächtig, definitiv. Mächtig, deftig. Okay, mächtig, deftig, man kennt's. Ein guten Dinge sind drei. Komm mal, jetzt gebe ich dir schon ein Eis-App. Aber auch, dass die Panzerfalle durchgeht. Gib mal her. Oh nein. Du kriegst jetzt irgendwas Cooles. Ich weiß gar nicht mehr, was ich habe. Ah, Panzerhaut, okay. Ja, so, ich weiß Relikant, ja nicht, hast du Bock so cool auf Temposchub? Yo, Temposchub würde ich richtig fühlen. Feuersäule. Nee, stopp. Wenn das jetzt schon wieder so weitergeht, dann ändern wir das. Bodypress. Yo. Ah ja. Mann, nur Ballon, was soll das? Jetzt gehen wir mal in Panzerfalle. Wie Sergi aber auch einfach da steht. Die Panzerfalle macht einfach gar nichts. Die hat gar keinen Bock. Ich fühle sehr, dass wir so coole, viele verschiedene Fähigkeiten hier haben. Ja, fühle ich auch. Ja. Ich auch. So, dann. Ich paralysiere jetzt Relikant. Steve heißt er ja. Steve muss ja schnell sein, wenn Sergi mit dabei ist. Richtig, richtig. Let's go. Gönn dir Temposchub, Bruder. Robustheit stark. Ihr seht es nicht, aber ich schüttel dramatisch meinen Kopf. Wieso? Das weißt du ganz, ach du Kacke. Das macht ja gar nichts. Geiler Gegner. Stark. Hä, wieso? Guck mal, Flobert hat alle drei Pokémon, by the way, noch, ne? Jetzt ja, aber du wirst gerade voll gepumpt. Ja, aber ich mach ja nichts. Ich tausche die Fähigkeiten von euch ein bisschen hin und her. Das ist so das Problem. Para. Ich hab mir auch schon gedacht, du hast da, die anderen beiden haben noch so drei Pokémon. Aber du bist jetzt so Temposchub Relikant mit plus zwei Bodypress. Ich sag, ist so ein nice aus. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich finde halt, wie keiner mehr seine originale Fähigkeit hat, fühle ich schon sehr gerade. Das ist gut. Ist schön durchgeswitcht auf jeden Fall. Ja. So, jetzt können wir den nochmal kurz zeigen, damit wir den noch mit drauf haben. Und dann bin ich echt zufrieden, dass Arctos alles machen konnte, was er hier gemacht hat. Stark. Bitte beginne nicht auf mich, Presence. Ja, Freeze hätte ich jetzt aber sehr gefühlt noch. Stark. Dann zeige ich euch jetzt meine ganz wilde Attacke. Okay. Oder vielleicht auch nicht. Doch. Ey. Jetzt geht's. Los, Explosion mit Eis. Eisexplosion. Eisexplosion. Let's go. Frostschicht-Explosion, so ein mächtiger. Nein. Nice. Mann, das hat dem Relikant fast Schaden gemacht. Ja, aber richtig geil. Ich sag's, ist Relikant fast gar nicht gefährlich. Bock. Ich sag, Relikant ist auch so ein cooles Pokémon. Dem darf man auch mal was gönnen. Ich guck jetzt, was ich gegen Relikant habe. Ich guck jetzt. Also, ich werde ihn nicht besiegen können. Ich weiß, was mein letztes Pokémon ist. Und das ist ein Cutie, sage ich nur. Ja, okay, ich kann den auch Moment, nicht besiegen. Moment, vergesst es, ich kann ihn vielleicht doch touchen. Ich habe gerade meinen Movepool wieder gesehen. Also ich sage es, wie es ist. Temposchub Relikant würde ich jetzt so ganz gerne im Spiel haben. Wäre schon nice, oder? Ja. Guten Tag. Da ist ein Galazapdos. Ja, oh, Cutie. Aber ich kann halt wenig gegen dich machen, du bist auf plus 4 oder so. Ja, wahrscheinlich tausendmal schneller. Jo, aber der kleine Seemobs, den fühle ich ja mal mega, den wegzutreten jetzt. Ui, gemein. Ich warne dich. Wegzutreten, stark. Nee, würde ich nicht machen. Sicher? Verhöhner. Na, verhöhn doch lieber der Typ, der plus 4 ist. Ich setze doch kein Ei. Ja, der greift doch jetzt die ganze Zeit an. Natürlich. Zack, jo, oh, mächtiger Damage, Maschala. Das waren viele KP. Siehst du? Ey, als ob du auf mich gehst. Ich chip dich nur ein bisschen an, weil der könnte gefährlich werden. Chip dich nur ein bisschen an, Half-Life weg. Jawoll! Ah, einfach ein guter Schuss. So viel zu sehen, ob es kann nichts gegen den machen. Einfach. Ja, das ist mir so aufgefallen. Ach stimmt, ich habe ihm eine K.O.-Attacke gegeben, da war ja was. Ah, das passt jetzt sehr gut. Guck mal, der Smiley passt halt so perfekt. By the way, ihr habt mitbekommen, wie Voltriant zu Tode genervt wurde, oder? Ja, Present möchte immer die Leidensgeschichte von Voltriant aufziehen. Ich weiß nicht, was du an dem Jungen so findest, aber... Ich zeige euch jetzt das Set, wie er irgendwie wieder zu seiner alten Stärke zurückkommen wird, vielleicht. Guck mal, hier ist der donnernde Tritt. Bam. Nein, bitte. Lass mich bitte, ich muss mein Set... Ich greife euch auch nicht an. Ich werde drei Stärke. Ja, aber ich muss doch kurz... Ich laufe Gefahr zu sterben, da muss ich doch kurz noch meine Attacke... Ihr greift mich! Stark! Ich hasse euch! Stark. Ja, damit hast du ziemlich gut gezeigt, was er so drauf hat. Ich hasse meinen Kinemon, Alter, geiler Name. Ja, danke. Bin halt ein Kenner. Ja, Leute, deswegen ist Voltrend Trash. Habt's gesehen. Ja. Was wolltest du denn machen? Mann, ihr seid so... Ja, irgendwann werde ich das Set jetzt nochmal bringen, wegen euch. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, der kommt dann wieder mit Pandago. Dieser Cutie, der kann jetzt einfach spammen, so. Tut mir leid, Sörgen. Ja, aber der muss halt auch treffen. Muss. Down ja nur noch ein Leben, da kann aber man. Aber Cutie hat heute Ziehwasser getrunken, deshalb trifft er! Ah, schade. Schade. Oh, aber ich hole jetzt auch einen Cutie. Der heißt laktosefrei. Alter, ist echt Ehre. Der lebt sogar eine K.O.-Attacke, weil der Robustheit hat. Ja, der ist mächtig. Aber der lebt keinen donnernden Tritt.
Scheiße. Ich mach jetzt auch einen donnernden Tritt. Ja, mach okay, mal. Okay, ich mach doch keinen donnernden Tritt. Jawohl! Jawohl! Als ob der nochmal tritt. Nice. Du bist ja 50% Treffergarantie. Ist schon stark. Auf jeden Fall. Oh. Ich wollte auch einen donnernden Tritt machen. Aber du hättest dann, glaube ich, die Eiseskälte. Ja, in dem Fall schon. Aber ich dachte, ich bin schneller, aber ich bin einfach so langsam. Alter, dieser Galalavador sieht so cool aus. Ja, die Farben sind halt so crazy nice. Also der sieht um einiges besser als das normale Lavados aus. Um einiges. Ja. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel, um hier Laktose frei zu treffen. By the way, ich stirb, ja, wie, okay. Hast du nicht den Signature-Move? Ja, doch, aber den will ich ja eigentlich gegen dich einsetzen, um die Animation zu zeigen. Ja, okay, oha! Antikraft. Schade. Ich habe echt ein bisschen Angst. Na, aua, du kannst doch nicht den QD angreifen. Ich muss leider, weil ich habe. Ja. Da merkt man mal wieder, was laktosefrei für Menschen sind. Ja, eben. Okay. Leute mit Laktose intolerant, einfach schlimm. Die greifen einfach Seemops. Schlechte an. Menschen, man kennt. Na, hör mal, Florian. Mächtiger jetzt 3 von 6. Einfach ein guter Spieler, dieser so Daui. Ein geiles Ding. Der hat einfach zwei Legenden plus eine Ultrabeste getötet, ne? Ja, der ist Seemops, einfach, Seemops, der Legendentöter. Okay, ich mach jetzt was Wildes. Wir machen jetzt den Kampf der Giganten, Downy und ich. Du setzt Imitator ein. Ja, genau. Das fühle ich anders. Das fühle ich anders. Aber muss sein, let's go! Das hat gar keine Wirkung! Nein, dann kann ich den gar nicht besiegen! Los geht's! Ich dachte, das gar keine Wirkung. Ach du Scheiße! Serg wusste einfach ganz genau, dass das passiert, wenn du dich ändert. Oh nein! Tja, Downy, hättest mich mal nicht getötet. Horta? Oh je, Mene. Oh. Jetzt wird taktisch gespielt. Was machen wir jetzt so? Aber da hast du doch irgendwas, Seemops. Jawohl, jetzt hortest du erstmal eine schöne Runde. Ah, okay. Ja, Mogelbaumchen kann auch einfach Dings einsetzen. Steinhagel. Fußkick. Ja, Fußkick und Steinhagel. Nee, ich setze auch nicht weiter Horde ein, weil. Ich wollte einfach nur zeigen, ich habe Horde. Ich hätte noch Anziehung, Freunde. Ich wollte jetzt aber eigentlich weiter auf Imitator gehen, bis ich treffe. Was eigentlich, wenn ich deiner maxe? Nein. Aber nee, das machen wir nicht. Ich heiß ja nicht Flobert. Ja. Ich habe euch nur KP gesurft beim letzten Mal. Schaut rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Habe ich alles geplant. Komm, triff bitte. Triff, damit es so lustig. Bitte triff. Komm. Ah. Man merkt einfach, der ist es nicht gewöhnt, K.O.-Attacken einzusetzen. Nee. Stellt euch mal vor, ihr hättet Arctos nicht getötet, dann hätte ich einfach Robustheit einmal rüber switchen können. Yo, das wäre so cool gewesen. Let's go, Mobai, bitte. Mobai macht das jetzt. Mobai, der hat so ein kleines Loch. So unter sich, so am Popo. Ich dachte gerade, ich hab's nicht gesehen. Noch. Okay, warte, jetzt müssen wir drauf achten. Ja, wenn er sich gleich spinnt, guck da hin, so unter dem, das ist so ein kleines. Okay, dann gucken wir uns jetzt Mobais Loch an. Interessant, das ist ein Baby. Achtet auf Mobais Loch. Jetzt guckt. Jetzt kommt sein Loch. Seht ihr? Habt ihr das Loch gesehen? Oh mein Gott, Mobai. Kannst du mal treffen? Der hat einfach gar keinen Bock. Sonst Dynamaxe ich wirklich gleich, um dich zu besiegen. Alles für die Watchtime, Freunde. Ich hab doch euren Rücken. Ja, nee, 8 Minuten ist ja besser, weil dann kannst du schnell hochladen und kriegst die geilen Klicks und Dingsbums, Mann. Scheiße. Jetzt triff doch bitte endlich. Komm jetzt. Ja! Jawoll! Direkt beim ersten Mal getroffen, Alter. Ey, diese K.O.-Attacken so OP. So stark, so OP. Ja, tschüss jetzt. Tschüss. Ja, man merkt einfach mal wieder, dass Sergen und ich das meiste für diese FFAs beitragen. Es ist der Wahnsinn. Richtig. Hä, Flobert und ich haben auch super viel getan. Naja. Ja, indem ihr ein OP-Viech kreiert habt, das wir wirklich nur durch K.O.-Attacken gefühlt besiegen konnten.